Es gibt 968 verschiedene Materials. Das sind locker 20 Blöcke, die man hier machen kann. Nein! Und wir haben tatsächlich jemanden mit... Die heutige Episode Cringecraft wird euch präsentiert von mir. Das war's. Mein RTL! Wir fangen auf jeden Fall heute an mit einem wunderbaren Community-Event. Ja, heute geht's wohl darum, wer am meisten verschiedene Items sammelt, oder Leon? Hä? Warte mal, Moment mal. Ging's heute nicht darum, wer den besten Roboter baut in Minecraft? Leon, hast du das falsche gemacht. Leon? Ich hab das falsche programmiert. Also eigentlich wollten wir, dass ihr heute einen X-Roboter baut, dass wir die Map so verkaufen können an Singles aus eurer Umgebung, die auf euch warten. Kannst du einfach, also vielleicht die Wahrheit sagen? Ja, es geht tatsächlich darum, Leute, wer heute das geilste, das meiste in Minecraft an Items sammelt. Also passt mal auf, die Challenge ist folgende. Ihr müsst möglichst viele verschiedene Items sammeln. Also angenommen, ich bin jetzt hier unterwegs, ja? Dann habe ich hier einen Akasia Sapling, einen Wither Rose. Das sind schon mal 3, 4 verschiedene Items. Und derjenige, der die meisten verschiedensten Sachen hat, die meisten verschiedensten Sachen, ist gar nicht mal richtiger Satzbau, oder? Nö. Der die meisten unterschiedlichen Items gesammelt hat, jetzt haben wir's, der kriegt von mir... Ich würde sagen, wir fangen direkt an, meine Freunde. Geht auf die Website, White Is It euch. Ihr könnt auf jeden Fall hier alle mitmachen. Die Items, die müssen aber nicht im Inventar sein, oder? Genau, das habe ich nämlich anders gemacht. Jeder Spieler wird gleich auf Slot Nummer 9, also auf dem letzten Slot, wieder einen Stick haben, wie bei dem End-Event. Wenn ihr damit Rechtsklick macht, öffnet sich ein Inventar. Da könnt ihr die Items reinpacken und beim Schließen wird es euch angerechnet. Digga, das riecht ja wirklich wie die Socke von Montana Black, Alter. Und das Ding ist, wenn ihr sie einmal hattet, die Items, dann habt ihr sie ja quasi gehabt, ne? Das ist ja richtig, oder? Genau. Der Händler des Vertrauens. Tobi, halt bitte deine Fresse. Gewinnst dein Community, das ist der Community Swag. Wir gehören alle zusammen, wir gehören hierher. Wir Tobi, sind eine Crew Tobi, und wir gehören Tobi, zusammen. Tobi, Tobi, wir spielen Minecraft Tobi, auf Tobi, dem Server. 100 Tobi, Leute Tobi. Sind hier und wir werden den Server kriegen. Tobi. Yeah. Ich hab Tobi mal kurz rausgemoved, Leute. Das war dann doch ein bisschen unangenehm. Macht aber einfach weiter, Tobi. Wir starten das Event, Leute. Wer am meisten sammelt, ist der König der Sammler. Ja? Okay. Oh, oh. Ey, Digga, ich will Event läuft. Geht. Event läuft. Ihr könnt jetzt anfangen. Ich habe 0 verschiedene Items. Alle fangen jetzt an abzubauen hier. Wer wird der Sieger der Herzen und der Items sein? Escation, Tobi, hör auf damit. Hallo, Tobi. Hör auf, die Sachen im Ghetto zu schießen. Tobi, du sollst keine Sachen aus dem Creator nehmen. Nein, mach ich nicht. Ich farm hier. Okay, also T78, Digga. Ich bin Erster mit 7 Items. Also, das Event ist eigentlich relativ simpel. Ich find's nur krass spannend, wie schnell die Leute gerade schon sind, Alter, wenn man sich mal überlegt. Guck mal, wenn man das Creative Inventar mal so durchgeht, ne? Wie viele verschiedene Items gibt es? Haben wir eigentlich Nether und End an? Nee, die beiden Sachen sind aus. Ah, okay. Das ist vom Server standardmäßig so. Aber guck mal hier, ihr könnt halt alles, ihr könnt zum Beispiel Wolle in Teppiche craften, ihr könnt Wolle halt in, also ihr könnt halt wirklich alles verkraften und alles. Hier tötet gerade jemanden, weil er einfach die Items haben will. Jungs, also, vielleicht wär's angedacht. Guck mal, Florian, YouTube, wie wär's, wenn du einfach farmst, anstatt einfach irgendwelche Leute umzubringen? Wie gesagt, umbringen. Sterben ist nicht schlimm. Also, jetzt in dem Kontext hier, auf dem Event, ansonsten ist das natürlich schon schlimm, ne? Wie findet ihr die Idee, Leute, mit diesen verschiedenen Items? Schreibt es doch in die Kommentare oder in den Chat und dann haltet doch einfach mal die Fresse alle. Das wäre echt mal angebracht, wirklich jetzt. Okay. Maxime zum Beispiel Nutella überholt. Also wie gesagt, es gibt so viele Sachen, ne? Wirklich Schneeblöcke, Schnee... Maxime ist gerade einfach gestorben. Ich sag mal so, Lava, daraus kann man schon sehr viel machen. Also wirklich mit Obsidian und allem, man kann verschiedene Steinblöcke brennen und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Opportunities, ne? Also wenn man sich mal anschaut, was man allein aus Cleanstone schon machen kann. Cleanstone ist zeitgleich Cobblestone. Cleanstone ist zeitgleich das hier, das hier, das hier, das hier. Dann diese ganzen Dinger hier, das hier und das hier. Die ganzen Stufen noch dazu. Also ihr seht schon, allein das hier. Guck mal, wenn ich das jetzt hier schon reinpacke bei mir, Leute. So. Seht, Leute, was das schon wieder für einen Unterschied macht, wenn ich das alles da reinpacke. Also, es ist wirklich insane. Dann hier noch die ganzen Stufen, die ganzen glattgeschliffenen Stufen und sowas. Also, ich sag's euch so, wie es ist, ne? Cleanstone und Stein und Holz, die ganzen verschiedenen Holzarten, sind mad OP. Okay? Sind mad OP. Mad OP. Es gibt 968 verschiedene Materials. Bro, Unleaded Eddie hier auf jeden Fall gerade ganz OP unterwegs, der hier gerade verschiedene Blumen und sowas abbaut. Allein die ganzen Blumen hier, Pilzbiom und sowas, wo er gerade ist, ne? Versucht natürlich dabei auch ein bisschen zu überleben, aber Unleaded Eddie auf jeden Fall hier gerade auf einem ganz, ganz starken Weg. Okay, Unleaded Eddie, ich weiß, wie er es geschafft hat, er bringt einfach die ganze Zeit Spieler um und kriegt es dadurch hin. Alles klar, gut. Ne, ist natürlich auch eine Möglichkeit, also sage ich ganz ehrlich. Also ich bin mal gespannt, Leute, gewinnt das hier ein Zap oder vielleicht ein Pleb? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, Leute, wir sehen auf jeden Fall jetzt hier schon
einen schlagartigen Anstieg. Also wir sind bei 44 Items hier bei Unleashed Eddie. Das ist wirklich echt schnell tatsächlich, wie der hier durchrast. Ich glaube auch, irgendwann ist der Abstand so groß zum ersten, dass man es vielleicht gar nicht mehr einholen kann. Aber nochmal, wenn man später ans Craften geht, kann man so viel wieder gut machen. Also durch Holzstufen und durch die ganzen verschiedenen Cobblestone-Arten und weiß ich was. Da ist wirklich einiges möglich. Kisten, das ist echt nicht wenig. Also das sage ich euch so, wie es ist. Unleashed Eddie hier gerade immer noch am Sprinten. Man muss natürlich auch ein bisschen Übersicht behalten, was habe ich überhaupt schon gefarmt. Also was habe ich quasi an Items schon mitgenommen. Das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man da nicht vorbeischießt, dass man nicht immer das gleiche farmt. Weil es kann natürlich sein, dass man irgendwann die Übersicht verliert und dann vercheckt, was man so mitgenommen hat. Auch hier Seerosen und sowas, ne? Mit einer Schere die Algen und sowas abbauen, kann ich auch nur empfehlen. Generell die ganzen Botanicals hier, die ganzen verschiedenen Algen und Laubarten. Die verschiedenen Laubarten zählen ja auch nochmal unterschiedlich, Leute. Ne? Also Schere craften, die abbauen. Es gibt über 900, was hast du gesagt? Über 960 Tobi. Items? 968. 968 verschiedene Items, die ihr machen könnt. Wir sind gerade mal bei 47. Ich bin mal gespannt. Also alles werdet ihr nicht schaffen, weil ihr natürlich nicht den Zugang zum Nether oder sowas habt. Das aber ich denke mal halt auf so... Landblöcke und sowas. Oder Barriers. Richtig, genau. Aber ich denke mal so auf eine solide 200-300 sollte man hier auf jeden Fall kommen können. Das ist sicherlich möglich. Vielleicht gibt es ja auch so Leute, die so ein Heart of the Sea oder sowas finden. Also wirklich so Rare-Items, sage ich mal, Leute. Digga, was ist das denn, Junge? Ne, wo man halt wirklich viel grinden muss. Das sind dann später die Dinge, die halt entscheidend sind. Also weiß ich nicht. Mal eine Eisenohr, ein Eisenblock, ein Eisennugget, ein Eisenink, hier roter Sand und so weiter und so fort. Ich will euch gar nicht zu viel erzählen, aber ihr wisst auf jeden Fall, es gibt eine Menge Möglichkeiten und ich bin mal gespannt, wer das Ding hier nach Hause fährt. Unleashed Eddie gerade mit ungefähr 10 im Vorsprung, also hier mit 8 Punkten schon im Vorsprung zu irgendeinem Mellow. Aber das heißt gar nichts. Also ich glaube, das geht relativ schnell, bis hier wieder jemand nachrückt. Gut, Leute, ich würde sagen, wir schauen heute Abend nochmal rein, oder? Um wie viel Uhr? Gegen 12. Gegen 12. Okay, Leute, ihr habt jetzt ungefähr, sagen wir mal so 5 Stunden noch, 4,5 Stunden noch Zeit. Und dann schauen wir mal, wer das Ding hier nach Hause fährt, Leute. Wer die meisten Items hat. Und dann würden wir auch ganz kurz mal den Gewinner quasi, wenn er Bock hat, dann in den Teamspeak holen, mal fragen, was er dann da so gemacht hat. Man sieht jetzt schon, es gibt so einen kleinen Stillstand. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass man sich equippt mit einer Eisenhacke oder einer Dia-Hacke und so weiter und so fort, ne? Vielleicht muss man sogar schmerzlicherweise hingehen und eine Dia-Home machen, Leute, weil jedes Item zählt hier. Ich muss da jetzt einfach hingucken und stark sein. Übrigens, das hier ist ein Traum für jeden, der Items sammeln möchte, verschiedene. Guck mal hier. Hier gibt es tote Büsche, Wasser, verschiedene Farben davon. Den Clay kann man verschiedenfarbig das sind locker 20 Blöcke, die man hier machen kann. Wenn nicht sogar mehr, man kann ja sogar Terrakotta-Blöcke einfärben und so weiter. Ich will gar nicht zu viel erzählen, Leute. Ihr kriegt das schon hin. Bis gleich. 12 Uhr mitternachts. So, Leute, wir schauen mal ganz kurz, wie es jetzt hier ausschaut. Und wir haben tatsächlich immer mit 352 verschiedenen Items, Digga. Damn! Der grindet immer noch, Digga. Der grindet immer noch. Jagdadler mit 339. Yazaroth mit 335, Digga. Wie hat er es geschafft, auf 352 Items zu kommen, Digga? Ich habe ihm Game Mode gegeben. Tobi, warum? Aber dieses Spiel so zerstört. So. Ganz ehrlich, Digga, das ist schon echt wild. Man kann leider nicht sehen, welche es sind, oder Leon? Kann ich so nicht, weil ich keinen Server zugefahren habe, sonst könnte ich es nachgucken. Hey Marcel! Hallo? Kurze Frage, ne? Geht's dir gut? Ich stream gerade, ne Marcel? Und ja, hab ich schon gedacht. Event so. Und wir wollten ganz kurz wissen, was derjenige, der Gewinner, 352 verschiedene Items in Minecraft geholt hat. RIP George Floyd, No Racism, No Racism. Ehrenaktion von meiner Community. Stark. Babys Frilla, bitte stehen lassen. Hat geklappt, Bro. Ist meine Villa mit einer Stripstange. Ist geil, würde ich tanzen. So, dann schauen wir jetzt mal, Leute, was tatsächlich da an Items drinne steckt. Der Typ hat Dark Oakwood Planks, Button, Dandelion, Yellow Dye, Dark Oakwood Petal. Das sind noch nicht mal alle. Oakwood, Charcoal, Chicken, Cook Pocket, okay, Polished Granite Stairs, Diorite Slabs, Brew Stairs. Ey, Junge, das ist nicht mal alles, ne? Ne, das ist noch nicht mal alles. Jetzt, wenn Marcel die jetzt nochmal neu öffnen würde, würde alle sehen, weil ich die gerade manuell einmal speichern lassen habe. Paper, Bluestained Glass, Orange Carpet, Magenta Wool, Glass Bottle Chest, Egg, Cadia, Leaves, Saplings, Obsidian, Golden Helmet, Golden Chestplate, Iron Trapdoor. Digga, wer denkt an Iron Trapdoor? Diamond Hoe hat er sich wirklich der Typ hat sich eine Diamond Hoe gecraftet. Stone Cutter, Grind, Stone Smithing Table, White Bed. Der hat alle Bettenfarben durchgegrindet, Digga, der Typ. Bookshelf. Junge. Also Leute, ganz kurz. Also die aktuelle Übersicht, Liste, ne? Hat er gerade nochmal geschickt. Ganz kurz zur Übersicht, Leute. Das sind alle Sachen, die dieser Typ gefarmt hat.
Junge, der Tobi, das ist geisteskrank, oder? Ich gucke auch gerade, ob da irgendwie so ein richtig wildes Item drin ist. Warte, ich schau mal ganz kurz, was haben wir noch so? Fahren, Digga, fahren! Nein! Was denn? Eine Kiste! Wie hast du den? Eine Jukebox! Tobi, der hat eine Jukebox gemacht! Hallo! Und der Bro ist, glaube ich, noch nicht fertig. Spaßfaktor, Digga, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Grind auf die 500, Digga, dann gibt's... von Tobi 50 Euro. Nein. Ja. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von diesem etwas anderen Community-Event. Eine ganz, ganz wilde Nummer, Digga. Geisteskrank, wie hier gegrindet worden ist. Ich küsse alle Augen. Ich küsse die Augen von Marcel, Leon und Tobi, die das Ganze wieder mal organisiert haben. Kuss geht raus an den Rewe-Server, der den Server hier gehostet hat auf Ehrenbruder-Basis. Und ja, wenn ihr mal auf dem Rewe-Server spielen wollt, die IP, Marcel, jetzt sing die kurz, ist... Revinzai.tv. Join and play now. Geil, Aldo. Und natürlich auch Grüße an Don Balbano nicht. Leute, das war's von diesem Community-Event. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.